Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Darksiders 2. Ich bin Sam Sim Muffix und wir verteilen jetzt erstmal hier noch einen kleinen Punkt auf unsere schönen Fähigkeiten. Dann würde ich sagen, machen wir hier Todsköder oder Schwächung. Schaden, den die Ghule verursachen, wird Todszornkraft angerechnet. Ja, machen wir das. So, wir müssen unsere Ghule gescheit aufpimpen. Wir haben beim letzten Mal den dritten Lebensstein gefunden und können nun den Champion der Arena holen. Und ich würde sagen, ohne nun zu viel plappern, machen wir das. Und Zeit für einen kleinen Bossfight. Töte Gancho. Oh, ein Wurm, ein Wurm, ein Wurm. Das soll der Champion der Arena sein. Was sind das für Kackviech? Sehr geil. Also ihn da zu triezen, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Alter! Oder wartet mal. Ich weiß nicht. Ja, oder? Ich wusste es doch. Also, Alter, das soll der Champion der Arena sein. Wuhu, das war nice. Ja, genau, Mann. Konnte ich unmöglich auswählen, aber egal. Na schon. Okay, das sieht mir schon deutlich eher nach einem Champion der Arena. Aus. Alter. Ihr seht. Also eigentlich ist das... Eigentlich soll das da hinten sein. Verdammt, Mann. Wartet mal. Ihr seht es. Alter, komm. Stell die halt nicht immer so dumm an. Wisst ihr, was mein Problem ist? Ihr seht. Ach komm! Man kann schon an ihn ran, aber es ist halt echt schwer. Jetzt! Genau! Jetzt ist er wieder der kleine, eklige Wurmi. Okay, der kleine, eklige Wurmi. Was machst du denn nun? Ah, genau. Cheaten. Der kleine, eklige Wurmi. Das ist echt mies, Mann. Ich dachte jetzt so, Alter, der Champion der Arena ist jetzt irgendwie so ein super goldenes Skelett oder so. So, machen wir erstmal den hier. Endlich mal irgendwo, wo wir unsere Skelettform einsetzen können, sonst geht es irgendwie nie bei Bossfights. So. Aber egal, das ist gut. Komm, 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 komm! Oh, verdammt, Mann! Oh, jetzt hatte ich so schön meine Chance. Komm, komm, komm. Jausa! Und auf Wurmi wieder draufhauen. Also ganz ernsthaft, Mann. Eigentlich ist er nur irgendwie so ekliger kleiner Dreckswurmann. Und der sich halt in andere Form verwandeln kann. Aber es ist voll schwer, ihn zu treffen teilweise. Naja. Also wenn man seine Taktiken kennt, kann man ihm echt auch locker ausweichen. Man muss halt immer erstmal sich reinfinden. Aber es ist ein ganz nicer Bossfight. Man muss ein bisschen nachdenken. Ein bisschen seine Fähigkeiten testen, aber ansonsten ist ja nicht so schwer. Hallo. Hi, mein Name ist Muffix. Ah,
Also komm, letzte Phase. Und das war's, Mann. Der goldene Schädel. Die goldene Arena ist geschafft. Was habe ich denn da Schönes? Mach mal auf. Chaosfang! Diese Sense trägt die unverkennbaren Zeichen der vier Reiter. Als Chaosfang bekannt sorgt die Sense für üppige Ernte unter jenen, die so unglücklich sind, tot herauszufordern. In vielerlei Hinsicht ähnelt der Chaosfang der Waffe des Reiters Krieg, dem berüchtigten und tödlichen Chaosfresser. Okay, ist es. Aber das ist jetzt schon eine normale Sense. Ja, ein bisschen weniger Schaden. Aber dafür. Ja, aber. Ich weiß nicht. Schon machen wir 40 weniger Schaden. Aber dafür ist halt der kritische Schaden ungemein höher. Weiß immer noch, wie ich da reinkommen soll. Na, ist ja wurscht. Was sagen eigentlich unsere drei Typen da? Die haben nichts zu sagen. Sind sie. Da waren doch hier diese drei großen Starter, die dann gesagt haben: Oh, unser Champion, der ungeschlagene Champion. Niemand bezwingt ihn. Viele haben geredet. Bla bla blub. Das ist es halt, wenn man da mit Amateuren kämpfen will, Mann. Aber nun gut, was. Aber ihr seht, der hat schon ordentlich reingehauen. Also sowas ist nicht, dass er uns wenig Schaden ausgeteilt hat, aber. Man muss halt ein, zweimal seine Strategie finden. Es war mal schön, dass wir wirklich mal einen Bossfight hatten, gegen den wir auch mal unsere Chaosform einsetzen könnten. Weil normalerweise geht es ja irgendwie aus irgendeinem mir nicht erfindlichen Grund nicht. Oh. So geht's natürlich auch. So geht's auch. Eigentlich wollte ich das nicht so machen, aber egal. Eigentlich könnte ich mich rauswarpen, oder? Wird ungemein schneller gehen. Hallo? Weltkarte? Ja. Komm, hier. So, und dann würde ich sagen, haben wir jetzt unsere Audienz definitiv beim König der Knochen, glaube ich, was? Irgend so einen netten, hübschen Namen wird er schon haben. Verdient hier. So, ansonsten können wir nochmal hier Fähigkeiten besser kaufen. Einfach so, weil. Was soll man sonst kaufen? Der fahle Reiter in Fleisch und Blut. So, was kaufen wir denn? Und zwar für die. Was habe ich denn? Ah, ich weiß nicht, was ich habe. Also Armklingen habe ich nicht, Handschuhe habe ich nicht, Faust habe ich nicht, Klauen habe ich auch nicht. Keule. Ja, ich würde sagen eher Wünschergliefe. Das kam unerwartet. Kauf mal, scheiß drauf. So, Höllenfahrt. Beeindruckend. Du hättest. Komm, was haben wir sonst unser Geld? Und du hattest noch was zu sagen, oder? Der Fahle. Das nennst du das Reich der Toten? Ich habe noch keinen Leichnam getroffen, der nicht versucht hat, mich zu töten. Es gibt Wesen in diesem Reich, die es nicht beim Versuch belassen. Ich nenne sie die Blutlosen. Albträume aus Klauen und Knochen, die nicht mit gewöhnlichem Stahl erschlagen werden können. Es muss eine Möglichkeit geben, sie zu töten. Blutlose sind verwundbar durch Dinge des Geistes. Gleiches tötet Gleiches. Ist es das? Ja. Und da der König der Toten sehr angetan ist von seinen Blutlosen, solltest du so viele wie möglich töten. Wie entstehen diese Blutlosen? Seelen müssen die Stadt der Toten durchqueren, bevor sie im Quell neugeboren werden. Aber manche entkommen ihren Qualen und suchen andere Reiche heim. Und so wandeln die Toten wieder. Und die Verdorbensten unter ihnen werden zu Blutlosen. Ihr Fleisch kann vernichtet werden, aber ihr Geist widersteht dem Töten.
Ich hatte so sehr gehofft, du würdest nicht zurückkehren. Was ist nun mit dem Champion der Arena? Er wird dich nicht mehr unterhalten. Nein, unmöglich. Ich glaube, dein König wird mich jetzt empfangen. Ich kann dich nicht abweisen. Lebenden Reiter, nach längst fälligen Seelen. Du bist hier nicht willkommen. Schade, ich fing gerade an, es hier zu genießen. Dann bist du noch nicht lange hier. Milliarden Seelen bevölkern mein Königreich. Die ganze Menschheit heult nach Vergeltung. Doch ich sehe, du bist mit solcher Musik bereits vertraut. Was willst du denn von mir, Reiter? Zeig mir den Weg zum Quell der Seelen. Was willst du dann dort? Macht über Leben und Tod? Oder hoffst du auf Absolution? Brudermörder, ich frage mich, wo die Seelen deiner Brüder sind, denn sie haben mein Reich niemals passiert. Dein Reich braucht wohl kaum weitere Untertanen. Wohl wahr. Und doch muss ich mich dem Geschmeiß ohne meine Fürsten stellen. Das ist nicht mein Problem. Mach es zu deinem Problem. Dann erfülle ich dir deine Bitte. Finde meine drei Fürsten der Toten und erwecke sie aus ihrem Schlaf. Das wird sie dir gefügig machen. Bring mir die Fürsten zurück, damit sie die Last mit mir teilen. Enttäusche mich nicht, Reiter. Sonst wirst du niemals zum ewigen Thron zurückkehren. Und dein Bruder wird für dich verloren sein. Was weißt du von meinem Bruder? Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Er jedoch schon. Seine Seele hat dieses Reich passiert. Sie brannte vor Agonie. Jetzt kühlt sie sich im Abgrund ab, umgeben von Nichts und Stille. Schon bald wird der feurige Rat sie von seinen Zähnen kratzen. Mit deiner Hilfe wird das dem Rat verwehrt bleiben. Du musst mir verraten, wie man den Quell erreicht. Ich bin diese Ablenkungen allmählich leid. Wenn du antworten willst, warum nimmst du sie dir nicht? Auf diesem Weg dienst du nicht dem Gleichgewicht. Und deshalb wird dir deine rechtmäßige Macht verwehrt. Bis du sie hast, stehst du unter mir. Du wirst mir vergeben, Herr, wenn ich mich nicht verneige. Warum haben deine Fürsten den ewigen Thron verlassen? Sie sind auf das aus, was sie nicht haben können. Etwas, das hinter Tod und Leben liegt. Vergessenheit. Die Feiglinge behaupteten, sie würde sich bereits ausbreiten, an den Rändern unseres Reiches nagen. Nachdem ich sie bestraft hatte, flohen sie in ihre armseligen Festungen. Du sprichst vom Verderben. Nenne es, wie du willst. Es ist keine Bedrohung für die Fürsten der Toten. Wir haben seit Anbeginn der Zeit über die Gefallenen gerichtet. Es gibt keine Macht, die das ungeschehen machen kann. Ein sehr netter Herr. Enttäusche mich. Ja, das ist mir nicht wurscht, was du hier zu sagen hast. Ich möchte hier Herbstloch leuchten sehen. So, ein neues Relikt. Ein neuer Weg. Und wieder mal wunderschöne Sidequest. Weil wenn wir eins in diesem Spiel nur zu gern haben, dann sind es Sidequests. Oder, mein Freund?
Der mag uns nicht mehr, aber das ist mir nicht so wurscht. So, und da ist unser Händler-Buddy. Bitte, zieh dich um. Ah, der redet ja nicht. Wir können mal Sachen hier verkaufen. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal schauen, ob ich natürlich wieder was zum Ausrüsten habe. Also ich bleibe bei meiner, beim Chaosfang, das ist geil eigentlich. So, hier, muss ich dann schauen. Oh, Schulterstück. Sieht zwar cool aus, aber ich bleibe lieber... warte mal, was... Also 89, gefundenes Geld plus 11. Oder komm, was interessiert mich? Aber die Tücher sehen also cool aus. Gut, da müssen wir auch nichts machen. Da, was haben wir hier? Spezialfähigkeit auf 0. Blutlosental, das mal, was bringt der mir dann? Achso, damit kann ich dann die Blutlosen besiegen. Wenn ich den jetzt verkaufe, dann kann ich den immer besiegen, oder wie? Sehr cool. Gut, dann leeren wir mal kurz unser Inventar. Also, die übrigen Clown verkaufen wir. Totale Keule, das Faustschild. Unheimliche Glyphe, den Hammer verkaufen wir. Die unheimliche Glyphe verkaufen wir. Bei den Sensen. Verkaufen wir die und die Sense des Schocks. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. Hier können wir alles verkaufen. So, dann kommen wir nicht in Versuchung, irgendwas anderes auszurüsten. So. Ja, nimm einfach. Komm, mach mal Inventar leer. So. Ach, die andere kann ich gar nicht verkaufen. Okay, dann. Und wo ist es? Da will ich nicht hin. Da geht's lang. Okay, also, wir haben uns neue Fähigkeiten gekauft. Ein, zwei neue schöne Techniken. Und dann würde ich sagen, sind wir nun bereit, hier aufzubrechen. Es ist immer die magische Zahl 3. 3 Erschafferherzen. 3 Heil mich, was auch immer, Dinger. Ich warp mich da jetzt wieder raus, bevor ich mich wieder ärgern muss, weil ich da nicht rauskomme. Check immer noch nicht, wie ich hier rauskommen kann. So, warte mal, ich warp mich mal vor die Goldene Arena. So, ich hoffe, ich bin jetzt vor der Goldenen Arena. Und nun die 3 Fürsten. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir machen was Böses. Sie erinnert mich irgendwie so an Samuel. Ja, gut, gib mal dem obersten, schlimmsten von allen Dämonen einfach mal 5 Herzen. Das ist eine sehr gute Idee. Hä? Wie komme ich hier wieder raus? Hä? Ja, jetzt bin ich ja schon wieder in der Arena, oder? Warte mal. Komme ich von da aus? Cool. Ich wüsste nicht mal, wie ich hier wegkommen kann. So. Boah, es ist... Ja, nein. So. Also diese Map-Ding in dem Spiel, die ist richtig, richtig unschön. Aber nun gut. Dann auf zum Schlund. Warpen uns da an. Also ganz ernsthaft, Mann, ich weiß nicht immer, wie ich in den Thron reinkommen soll. Also wenn ich da jetzt nur hinlaufen muss. Wenn wir das nächste Mal zurückgehen zum Thron, dann will ich mal da zu Fuß hinlaufen. Das wäre meine Idee, einfach nur zu schauen, wie das laufen soll. Gut. Also, der Schlund. Jetzt müssen wir mal schauen, wo muss ich eigentlich hin? Da unten ist unsere erste Prüfung. So, also hat uns eine neue Kraft gegeben. Da schauen wir dann gleich mal, was die so drauf hat und was die uns bringt. Beim letzten Mal sind wir hier nicht weiter geritten. Okay. Also ab hier heißt es... Warte. Da leuchtet doch schon was. Ihr seht's? Da. Wir müssen uns gleich mal umschauen hier. So, oder gehen wir erstmal da runter. Was haben wir da? Ein Dungeon, oder? Ja, aber komm, ich will jetzt keinen Dungeon machen. Nee. Optionale Dungeon können wir noch später machen. So, da will ich jetzt gerade hier hin. Hallo, ich habe hier Plötze dabei und Plötze ist wild. So wie ich es auch bin. Seid ihr so schwach oder tut ihr nur so? Bam. Ja, war schön. Und wo ist mein Item? Ich hab's gesehen.
Aber es ist voll fies, Mann. Im Endeffekt, der König der Toten, der weiß doch im Endeffekt schon alles, Mann. Der könnte uns eigentlich locker helfen und hier unseren Bruder wahrscheinlich befreien, wenn er wollte. Aber er tut's einfach nicht. Das ist so richtig immer. Jeder schaut einfach nur auf seine eigenen Füße. Auf seine eigenen Hände. So. Aber nun gut, dann machen wir es halt genauso. Gut, Leute, bevor wir jetzt hier weiterklettern, ich weiß gar nicht, wohin wir klettern halt ein bisschen, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Darksiders 2. Bis zum nächsten Mal, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.